looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me. Hallo, mein Lieben, und frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ihr hattet alle schöne Silvester und auch im Gesamten einfach schöne Feiertage. Bei uns war es auf jeden Fall sehr ruhig. Bei uns lief alles ein bisschen anders, als es eigentlich geplant war. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass wir dieses Jahr seit wirklich Jahren oder von meiner Seite aus auf jeden Fall das schönste Silvester, wie gesagt, seit langem hatten. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mich so frei und locker gefühlt und keine Ahnung, mir ging es einfach sehr gut an dem Tag. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Wir starten auf jeden Fall voller Energie und voller Elan ins neue Jahr. Ich habe auf jeden Fall einiges geplant, nicht nur was die Arbeit angeht, also YouTube oder Instagram, sondern natürlich auch privat, was zum Beispiel die Abnehmreise angeht, dann auch was mich selber so betrifft. So, ja, ich würde sagen, die mentale Gesundheit, aber auch einfach so, ja, hauptsächlich einfach wirklich psychisch. Ich möchte da einfach so ein bisschen an mir arbeiten, an meiner Art, an meinem Menschsein arbeiten. Und Mensch ist Mensch. Mensch ist Mensch. Guten Tag. Und ich gehe auf jeden Fall mit sehr positiven Gedanken in das Jahr 2024. Ich hoffe natürlich, ihr auch. Schreibt mir sehr gerne mal so eure Vorsätze unten in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Ich kann auch sehr gerne mal im nächsten Vlog, ich wollte nämlich wahrscheinlich morgen vloggen. Genau, mal so ein kleines bisschen über die Vorsätze reden, die ich mir so gesetzt habe. Ich habe nämlich auch dieses Jahr ein Vision Board mal gemacht und das kann ich euch ja dann mal genauer zeigen. Deswegen, wie gesagt, falls ihr da Interesse daran habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und auch so gerne eure Jahresvorsätze. Wir haben heute den 2. Januar. Wir waren eben direkt einkaufen. Wir waren bei Kaufland. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir einfach jede Woche zu Kaufland fahren. Einfach, weil wir so wissen, dass wir alles kriegen und wir auf jeden Fall günstiger sind als in den anderen Supermärkten. Wir haben... Was war das für ein? Ja, knapp 82 Euro, nicht 85. Ich habe jetzt 85 im Kopf, keine Ahnung. Irgendwas um die 80 Euro. Ja, und wir haben alles bekommen. Genau, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal sofort an. Die Taschen stehen da und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Also wundert euch nicht, wir haben hier ein bisschen Hintergrundgeräusche, ne? Die Kleine ist hier, die spielt und so. Offene Wohnküche und alles. Da ist es halt immer ein bisschen lauter, ne? Fangen wir direkt mal an. Ich habe... Nee, du fängst bitte nicht an zu singen. Nee, nee, bitte nicht. Schade. Ja, also ich habe mir auf jeden Fall Tiramisu mitgenommen. Wir hatten ja an Weihnachten Tiramisu und irgendwie, keine Ahnung, habe ich jetzt wieder Lust darauf. Deswegen habe ich mir so ein kleines Ding mal mitgenommen. Dann habe ich hier noch ein bisschen was an Aufschnitt. Wir haben auf jeden Fall zweimal wieder diese streichzarte Butter mitgenommen. Gesalzen, weil wir haben nämlich keine mehr. Dann hat Tim einmal wieder Leona mitgenommen. Das ist schon ewig her, dass wir die gekauft haben. Dann einmal schottischer Cheddar. Oh Gott. Hauptsächlich für Burger. Wir wollten nämlich Samstag Burger selber machen und dafür haben wir den dann geholt. Dann für mich einmal Salami mit Haselnüssen. Ich liebe die. Die ist wirklich unfassbar gut. Kann ich euch nur empfehlen. Und Tim hat sich einmal Putenbrust mit Kräutern mitgenommen. So, im Angebot war einmal von Langnese dieses Vinetta. Heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Vanille. Und das dachte ich mir, wäre ganz cool, wenn man das auch nochmal mitnimmt, falls irgendwie Besuch kommt, falls man abends mal Lust auf Eis hat oder so, geht das auch mal. Dann habe ich zweimal Creme Leicht wieder mitgenommen zum Kochen. Übrigens, habe ich euch gar nicht unseren Essensplan vorgelesen. Tut mir leid. Fangen wir damit doch direkt mal an. Und zwar haben wir heute noch was von letzter Woche. Und zwar so ein Erdnusshähnchen mit Reis. Ist ein Rezept aus dem Thermomix. Dann gibt es einmal unseren Schupfnudel-Spitzkohl-Auflauf. Freue ich mich sehr drauf. Dann haben wir einmal Quesadillas. Das ist auch ein Rezept aus dem Thermomix. Dann gibt es einmal Käselauchsuppe mit Baguette. Samstag machen wir, wie gesagt, selbstgemachte Burger. Da kommen dann Jessie und Jakob auch vorbei. Und Sonntag haben wir uns jetzt immer als spontanen Tag eingeplant. Also entweder machen wir dann Nudeln oder wir sind halt nicht da oder keine Ahnung was. Ist mir lieber, wenn ich dann einen offenen Tag habe, als dass wir die ganze Woche durchplanen und dann sind wir irgendwie weg und dann nehme ich es immer wieder mit und in die nächste Woche und so. Deswegen ist es so besser. Genau. Dann haben wir einmal Schupfnudeln mitgenommen für den Schupfnudel-Spitzkohl-Auflauf. Dann kam auch ein bisschen Hackfleisch mit. Das war nämlich im Angebot. Und zwar haben wir Rinderhackfleisch mitgenommen. Wie gesagt, war im Angebot. Einmal 500 Gramm und zweimal die 300 Gramm Packungen für den Schupfnudel-Spitzkohl-Auflauf, für die Käselauchsuppe und einmal für die Burger. Einmal haben wir nochmal Süßkartoffelpommes mitgenommen, auch für, wenn wir dann die Burger essen. Genauso wie Pommes für diejenigen, die keine Süßkartoffelpommes möchten.
Was, die haben Pech gehabt? Okay, dann wie gesagt die zweite gesalzene Butter und einmal kam noch geriebener Käse mit. Wir haben zwar noch, aber ich bin mir nicht sicher wie viel, deswegen nehme ich lieber einmal mit. Einmal Zewa wieder, das ist nämlich fast leer, beziehungsweise Siva, okay, wenn es nicht sogar leer ist. Dann haben wir Burgerbrötchen mitgenommen, einmal die ganz normalen mit Sesam. Und dann dachte ich, was auch cool wäre, diese Brioche-Brötchen hier. Genau. Dann haben wir einmal wieder Bananen mitgenommen, hauptsächlich für die Kleine zum Frühstück. Die sind jetzt noch grün, aber wir haben noch ein paar, deswegen ist das nicht so schlimm. Dann einmal ein Ciabatta für die Käselauchsuppe. Dann kamen noch ein paar Äpfel mit. Da haben wir einfach drei Stück mitgenommen. Das sind die Cameo vom Birdensee sogar. Dann kam wieder eine Gurke mit, genauso wie Spitzpaprika. Die sind fürs Kochen und auch so einfach für zwischendurch. Dann kam wieder ein Sack rote Zwiebeln mit. Findet man nämlich besser als normale Zwiebeln. Und ein Sack Kartoffeln. Dann haben wir einen Spitzkohl wieder mitgenommen. Ich freue mich so auf das Rezept. Und dann habe ich noch zwei Flaschen zuckerfreien Karamellsirup mitgenommen. Wir haben nämlich hier hinten so eine Flasche da. Da ist unser Karamellsirup drin. Der ist jetzt eigentlich so gut wie... Die Flasche ist jetzt eigentlich so gut wie leer. Deswegen habe ich direkt zwei mitgenommen zum Auffüllen. Und dann bin ich eben noch schnell bei DM reingesprungen, weil ich nämlich noch was brauchte. Und zwar habe ich vier Tüten von diesen Mini-Haargummis hier noch mitgenommen. Zweimal diese transparenten, dann einmal in braun, das war ein Fehlgriff. Eigentlich wollte ich schwarz haben, aber mal gucken. Und einmal in schwarz. Einmal haben wir noch Röstzwiebeln mitgenommen. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz cool, wenn man auf die Burger so ein paar Röstzwiebeln machen kann. Dann zweimal Porree, beziehungsweise Lauch. Für die Käselauchsuppe. Dann kam einmal Schmelzkäse hier mit, aber in der Light-Variante auch für die Käselauchsuppe. Dann haben wir für die Burger einmal Sandwich-Gurken mitgenommen. Einmal dann noch Burgersoße. Hier ist der Kassenzettel. Ha! Ich habe gewonnen! 84 Euro. 84,36. Was gesagt? 82. So, dann kam einmal wieder schöne Blümchen mit. Meine sehen nämlich jetzt... Ne, meine existieren schon gar nicht mehr, weil die nämlich nicht mehr gut aussahen. Deswegen habe ich immer neue mitgenommen. War im Angebot von Vitalis dieses Joghurt-Erdbeermüsli und ich liebe das. Das wollte ich das letzte Mal schon haben, aber das war ja nicht im Angebot. Deswegen kam das jetzt mit. Freue ich mich sehr drauf. Und als letztes haben wir noch Getränke mitgenommen für Samstag. Und zwar kam Eistee Pfirsich mit, eine Fanta, einmal Zitrone-Limette und einmal Eistee Zitrone. Also Wasser haben wir natürlich eh immer hier, genauso wie Cola Zero haben wir noch hier und so. Deswegen haben wir das jetzt halt nicht gekauft, aber falls einfach jemand jemand was anderes trinken möchte oder so, habe gerne immer ein bisschen Auswahl da. Und das war's. Mehr ist es nicht. Ich finde, die Menge ist okay für das Geld, aber wie gesagt, bei Kaufland zahlen wir trotzdem immer noch mal weniger als bei allen anderen Supermärkten. Das ist einfach so. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne eure Jahresvorsätze unten in die Kommentare und vielleicht auch gerne, wo ihr diese Woche einkaufen wart, was ihr ausgegeben habt, würde mich wie immer sehr interessieren. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag.